So, wir sind hier gerade den dritten Tag in Köln und wir sind gerade auf dem Weg zum Fernsehturm und laufen durch so ein kleines Waldstück, weil das fand mir eigentlich ziemlich schön. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete, nicht, dass ich irgendwo in Schlamm losrede. Und ja, ziemlich schön hier eigentlich. Der Fernsehturm ist da hinten irgendwo. Ja, und da laufen wir jetzt einfach mal hin. Da vorne geht es auch schon wieder raus. Sieh mal gleich, ich rede hier einfach mal ein bisschen, der Zulfi läuft vor uns. Da vorne. Und ja, ich schaue mal in die Kamera und ich hoffe, ich halte sie richtig hoch. Da vorne sind Leute. Da bin ich jetzt mal nicht ganz so laut. Und ich sehe, dass er gerade vloggt. Das heißt, ich warte einfach mal, bis er ein Stück weiterläuft. Ja, da drüben haben wir einen Spielplatz. Vielleicht kennt einer die Gegend von euch. So, jetzt sind wir gleich vorm Turm. Ich gehe extra ein bisschen weiter weg, damit ich den nicht störe. So. Ich gehe einfach mal dahinter, da störe ich ihn hoffentlich nicht. So, jetzt sind wir vorm Turm. Hoffentlich sieht man das überhaupt mit den Lichtverhältnissen. Müsste eigentlich gehen. So, mache ich ein schönes Abnail draus. So, und wir sehen uns einfach, wenn wir wieder hochgehen, auf dem Turm wieder. Bis dahin, ciao. Ja, schlechte Nachricht, Leute. Wir haben leider gerade erfahren, auf den Turm kann man seit 1992 nicht mehr hoch. Hätten wir uns eigentlich schon vorher informieren müssen, aber im Internet stand eigentlich, man kann da hoch. Jetzt habe ich nur die schönen Bilder hier. Hui! Mehr auch nicht. Und die schönen Karnickel, was da irgendwo hinter mir rumhoppeln. Mal gucken, ob ich sie drauf kriege. Nee. Kann man in dem Modus anscheinend nicht. Ja, man kommt da auf jeden Fall nicht mehr hoch. Und mal gucken, was wir jetzt noch alles Schönes machen. Vielleicht noch irgendwo anders hin. Ja, mit Sicherheit sogar. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach dort wieder, wenn wir was gefunden haben. Bis dahin, ciao. Ja, moin. Wir sind ja gerade bei den Kranhäusern und da ist uns aufgefallen, hey, da hinten ist ja ein IE-Gebäude. Und da haben wir gedacht, machen wir einfach mal ganz kurz einen Vlog. Ich laufe jetzt mal einfach mal rückwärts, damit ich das jetzt nicht allzu... Jetzt sieht man das Gebäude aber nicht mehr. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal da hoch. Es regnet gerade ein bisschen. Tut mir leid, wenn die Lichtverhältnisse nicht so gut sind. Ich gehe mal weiter vor. Ja, sehen wir da oben einfach mal ein IE-Gebäude. Ist schon nicht schlecht eigentlich. Ja, durch Zufall, weil wir hier eh gerade an den Krankengebäuden sind, hat man hoffentlich jetzt gesehen. Ich muss die Kamera wieder weiter hoch machen, vergesse ich ständig. Und ja, ich habe nur gesagt, wir unternehmen noch ein bisschen was. Und mal gucken. Mal gucken, wo wir noch überall hingehen. Und ja, dann zeige ich euch vielleicht nochmal den Ausblick aufs Wasser. Da, Ellen, jetzt wackelt es ein bisschen. Ja, hier haben wir nochmal die Krangebäude. Und es regnet ein bisschen, falls ihr Wasser auf der Linse habt, tut es mir leid. Ja, ist das nicht eine geile Aussicht aufs Wasser? Gut, wir laufen noch mal ganz kurz hin das IE-Gebäude und vielleicht mache ich da gleich noch mal einen Vlog. Das heißt, man sieht sich gleich wieder. Ciao. Ja gut, da bin ich jetzt auch schon wieder. Weit gekommen sind wir jetzt nicht. Wir hocken jetzt hier einfach an dem Eingang von so einem Bürogebäude, von einem so einem Kranhaus und warten einfach ab, dass es aufhört zu regnen, weil hat ja keinen Sinn, wenn wir jetzt durch den Regen laufen. Wir wollen ja noch zum Mediamarkt und mal gucken, wohin sonst noch. Wird sich alles zeigen, aber das dauert natürlich noch ein bisschen, weil es im Moment wieder mehr anfängt zu regnen. Ja, da sieht man es. Oh ja, warten wir einfach mal ab, bis es aufhört. Dann melde ich mich zurück. Ciao. So, wenn man schon nicht das EA-Gebäude von innen filmen kann, dann wenigstens Microsoft von außen. Das hat ja auch was. Und wir sind einfach mal hergelaufen und ich dachte mir, ja, wieso nicht? Hier gibt es ein schönes Penthouse. Hier gibt es Kranhäuser. Hier gibt es einen Sulfi, hi. Hier gibt es mich und da gibt es das Microsoft-Gebäude. Besser kann es doch eigentlich gar nicht mehr werden, oder? Ja, dann mal schauen, was wir heute noch machen und wir sehen uns dann wieder. Ciao.